Herr Hovenjürgen, wenn Sie in den Landtag gewählt werden, was ist dann Ihr wichtigstes Ziel? Arbeitsplätze schaffen und Bildung verbessern. Was war aus Ihrer Sicht der größte Fehler der aktuellen Landesregierung und was Ihr größter Erfolg? Der größte Fehler ist mit, die Inklusion durchgeführt zu haben, ohne die Schulen wirklich darauf vorzubereiten. Damit werden alle Kinder zu verlieren. Welche Schwerpunkte setzen Sie beim Thema innere Sicherheit? Wir wollen mehr Polizei auf die Straße bringen. Das bedeutet, wir müssen mehr Polizei einstellen. Dafür müssen wir sie ausbilden können. Und wir würden uns dafür einsetzen, dass auch junge Menschen mit Realschulabschluss wieder in den Polizeidienst eintreten können. Wie wollen Sie als Landespolitiker Familien mit Kindern unterstützen? Wir wollen erstmal ein vernünftiges Betreuungsangebot schaffen. Wir wollen aber auch den Familien, die ihren Alltag so organisieren, dass sie ihre Kinder auch zu Hause betreuen können, dieses ermöglichen. Der Staat kann den Eltern nicht die Erziehungsberechtigung entziehen, wenn sie diese zu Hause selbst organisieren wollen. Was ist für Sie eine zukunftsgerichtete Bildungspolitik? Dass der in der Stundentafel vorgesehene Unterricht von den dafür vorgesehenen Fachlehrern gegeben wird und unsere Kinder faire Chancen im Bildungsalltag, auch im Wettbewerb mit anderen Bundesländern erhalten.